Das kennen wahrscheinlich viele von euch. Es klingelt an der Tür, ihr erwartet niemanden, ihr geht die Tür aufmachen und entweder steht jemand vor der Tür und möchte mit euch über Gott reden oder, wenn es ganz schlecht läuft, will euch jemand einen neuen Vertrag verkaufen. Sei es ein Internetvertrag oder Gas, Strom, weiß der Geier was. Was ihr da beachten müsst, was ihr tun solltet und was ihr auf jeden Fall lassen solltet, darüber schnacken wir in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Es wird in diesem Video, das möchte ich mal gleich vorweg sagen, relativ häufig der Name Vodafone fallen. Das hat aber damit zu tun, dass diese Thematik Haustürgeschäft, Medienberater etc. bei Vodafone sehr, sehr häufig in der Presse war und immer wieder diskutiert wird. Man kann dieses Thema aber auch für jeden anderen Anbieter, egal ob Telekom, O2, die ganzen Glasfaseranbieter, Staubsaugervertreter, weiß der Geier was anwenden. Deshalb schaut das Video bis zum Ende. Wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. So, steigen wir mal ein und gucken mal, was überhaupt das Problem ist. Wie gesagt, ich bleibe als Beispiel mal bei Vodafone, denn da lässt es sich relativ gut erklären. Fangen wir mal mit dem ganz einfachen Punkt, was ist ein Medienberater? Das ist jemand, der bei Vodafone an der Haustür Verträge verkauft. Die haben sehr oft Vodafone auf dem Shirt stehen oder Telekom oder was auch immer, arbeiten da aber nicht unbedingt. Die sind in der Regel selbstständig, kassieren ihre Provision und sind meistens danach nie wieder erreichbar. Und das macht die ganze Sache so ärgerlich und vielleicht auch gefährlich, weil man unter Umständen Verträge mitverkauft bekommt, die man gar nicht haben will, die einem einfach untergeschoben werden. Das ist schon relativ häufig vorgekommen, das wird immer wieder thematisiert und das ist ein Riesenproblem. Und deshalb sollte man auf ein paar Dinge achten, wenn die an der Tür klingeln und zu euch ins Haus oder in die Wohnung wollen. Der erste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, egal wer klingelt, ihr müsst niemanden reinlassen. Auch wenn die sagen, die wollen irgendwas kontrollieren, irgendwas passt nicht, die wollen sich euren Kabelanschluss angucken, weiß der Geier was, ihr müsst ihn nicht in die Wohnung lassen. Vor allem nicht, wenn ihr keinen Termin gemacht habt und auch sonst nicht. Wenn ihr das beherzigt, könnt ihr eigentlich alle folgenden Probleme direkt umgehen, denn da, wo sie nicht reinkommen, können sie in der Regel auch nichts abschließen. Habt ihr sie doch reingelassen, dann ist ganz wichtig, nichts unterschreiben. Hört euch den ganzen Kram an, wenn es euch interessiert, lasst euch ein Angebot da meinetwegen, aber setzt keine Unterschrift unter irgendwelche Verträge, das ist ganz wichtig. Denn habt ihr einmal unterschrieben, habt ihr zwar theoretisch die Möglichkeit, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, in der Praxis führt das aber meistens zu Problemen und ihr kommt nicht so einfach wieder raus. Solltet ihr zu Hause tatsächlich einen Vertrag unterschreiben, dann macht das am besten mit Zeugen, also nicht alleine, damit noch eine dritte Person dabei ist, die zur Not sagen kann, darüber wurde aber nicht gesprochen. Das kann euch immens helfen. Was das ganze Thema so aktuell macht, ist auf jeden Fall in Deutschland der Glasfaserausbau. Denn momentan ist überall in jeder Region irgendjemand unterwegs, der euch Glasfaser verkaufen möchte. Da gilt das Gleiche, seid super vorsichtig, das kann böse nach hinten losgehen. Und gerade was das Vodafone-Kabelnetz angeht, ist die Sache die, dass das Nebenkostenprivileg nächstes Jahr komplett fallen wird. Das ist eine Sache, die wurde schon vor ein paar Jahren beschlossen. Das führt dazu, dass vom Prinzip hier jeder, der Kabelfernsehen guckt, egal ob Eigenheim oder eine Mietwohnung, einen eigenen Kabelvertrag benötigt. Und das benutzen momentan sehr viele Medienberater bei Vodafone als Eintrittskarte ins Haus. Da müsst ihr super vorsichtig sein. Vom Prinzip her ist es so, jeder, der Fernsehen guckt, braucht einen eigenen Vertrag. Die Frage ist halt, wie das dann zustande kommt und ob ihr das überhaupt nutzt. Dazu wird es aber noch ein separates Video geben, wo wir diese Thematik Nebenkostenprivileg und worauf muss ich jetzt achten, was muss ich tun, was soll ich besser nicht tun. Ich möchte mit dieser ganzen Geschichte Leute im Außendienst, die Haustürgeschäfte machen, nicht per se verteufeln. Da gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute, die sehr korrekt arbeiten, aber es gibt halt wie immer eine Handvoll Leute, die es nicht tun. Das fällt halt gerade bei Internetverträgen immer extrem auf. Deshalb seid da super vorsichtig, lasst euch nichts andrehen. Gerade bei älteren Mitbürgern, die da nicht so den Plan von haben, kommt das ganz oft vor, dass da plötzlich noch ein neues Modem steht und die noch einen zweiten Internetvertrag haben. Das habe ich selbst in der Familie erlebt. Da müsst ihr echt aufpassen, denn da kommt ihr super schwer wieder raus, wenn die Sachen länger laufen als 14 Tage. Und bevor sowas auffällt, ist es meistens so. Ja, bevor Oma und Opa kommen und sagen, ja, was ist das für ein Ding? Dann ist die Frist meist schon abgelaufen und dann ist zum Beispiel die Vodafone auch absolut nicht kulant. Du kommst aus diesen Verträgen nicht wieder raus. Ich fasse also nochmal für euch zusammen. Lasst die im Idealfall gar nicht erst rein. Wenn die drin sind, unterschreibt nichts. Und wenn ihr doch irgendwas abschließen wollt, dann macht das unter Zeugen und guckt ganz genau nach, was euch da vorgelegt wird. In diesem Sinne, passt auf euch auf, lasst niemanden rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Haustürgeschäften. Bis zum nächsten Mal.